Und wir kommen. Erste Betroffene freuen sich schon. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 76. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs zur Änderung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes. Hier hat die Berichterstattung die Kollegin Bächle-Scholz. Verehrte Frau Kollegin, Sie haben das Wort zur Berichterstattung. Werte Kollegen und Kolleginnen, Herr Präsident, aus der Sitzung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses vom 17. Juni 2019 ergeht folgende Beschlussempfehlung. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 20779 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Bächle-Scholz. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Streit zum Ende dieser sehr angenehmen Sitzung. Und ich darf die Aussprache öffnen. Als Erste hat sich zu Wort gemeldet die Kollegin Lisa Gnadl für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir hatten eine sehr ausführliche zweite Lesung zum Behindertengleichstellungsgesetz, und wir hatten auch eine Debatte dazu noch einmal im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die dritte Lesung beantragt zu diesem Gesetzentwurf, weil es ja doch auch einen sehr umfänglichen Änderungsantrag seitens der Fraktion der SPD mit der Fraktion DIE LINKE gegeben hat. Wir hatten die Hoffnung, dass man doch noch einmal über den einen oder anderen Punkt zwischen dem Montag und dem Mittwoch auch noch einmal nachdenkt und möglicherweise das sich noch einmal durch den Kopf gehen lässt und schaut, an welcher Stelle kann man vielleicht doch noch den Gesetzentwurf verbessern. Die Änderungen, die Sie eingebracht haben, reichen uns nicht aus. Es ist zwar eine Verbesserung des Status quo, aber am Ende bleibt dieser Gesetzentwurf auf halber Strecke stehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht hier um nicht mehr und nicht weniger als darum, die Anliegen der Menschen mit Behinderung, die uns auch während der Ausschussanhörung erläutert wurden, diese wichtigen Anliegen ernst zu nehmen und den Menschen mit Behinderung eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Diesem Ziel wollten wir mit unserem Änderungsantrag ein Stückchen näher kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mich haben ehrlich gesagt Ihre Argumente auch gegen unseren Änderungsantrag nicht wirklich überzeugt, weder hier in der zweiten Lesung noch in der Ausschussdebatte. Mir ist es nach wie vor unverständlich, warum Sie Punkte abgelehnt haben, wie z.B. barrierefreie Internetangebote, also die einmal das auf der Arbeit erleichtern, aber auch Menschen erleichtern den Zugang zu öffentlichen Verlautbarungen, dass man einfach da eine Barrierefreiheit, auch was das Internet angeht und das Intranet angeht, herstellt. Warum wird das abgelehnt? Warum wollen Sie kein Wahlrecht für die Wohnform? Also, es geht doch darum, Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und da wäre es einfach notwendig, dass die Menschen mit Behinderung die Möglichkeit haben, eben auch die Wohnform frei wählen zu können. Das haben Sie abgelehnt. Sie haben abgelehnt auch die verbindliche Einbeziehung der kommunalen Ebene. Und darüber hatten wir uns ausgetauscht. Herr Schad von der CDU hat dann erläutert, Sie befürchteten gar nicht, dass das Konnexitätsprinzip an der Stelle greifen könnte. In anderen Bundesländern seien auch keine Konnexitätsfälle bekannt. Aber dann ist doch noch so unverständlicher, warum Sie hier nicht einer verbindlicheren Einbeziehung der kommunalen Ebene, so wie wir es vorgeschlagen haben, folgen.
Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir wollten auch mit einer Wahl eines Behindertenbeauftragten durch den Hessischen Landtag dem Behindertenbeauftragten und seinem Engagement auch noch einmal mehr Nachdruck verleihen und vor allen Dingen ihn weisungsungebunden arbeiten zu lassen. Auch das ist etwas, was Sie abgelehnt haben und was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann an der Stelle, weil das stärkt die Rolle des Behindertenbeauftragten und das stärkt zugleich auch die Rolle von uns als Parlament. Bei der Thematik der Schlichtungsstelle, wo es ja um eine außergerichtliche Beilegung auch im Konfliktfall geht, damit man eben nicht langwierige Klageverfahren hat, wurde hier in der Debatte erläutert, man müsse das nicht im Behindertengleichstellungsgesetz ändern, man könne es auch an anderer Stelle ändern. Aber warum ändert man es nicht jetzt einfach im Behindertengleichstellungsgesetz? Warum wartet man? Warum schiebt man es auf die lange Bank? Warum nimmt man jetzt nicht einfach so eine einfache Lösung an, wie wir sie angeboten haben? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bedauern das außerordentlich, dass Sie unseren Vorstellungen da nicht näher treten konnten. Es ist jetzt zwar eine Verbesserung des Status quo, aber am Ende bleiben wir noch zu weit von einer konsequenten Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention entfernt. Und deswegen können wir uns Ihrem Gesetzentwurf nicht anschließen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist die Abg. Brünnel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste! Mit Blick auf die fortgeschrittene Uhrzeit in Anbetracht der Tatsache, dass das Gesetz nun in der dritten Lesung beraten wird und allen Anwesenden der Inhalt vertraut sein dürfte, werde ich versuchen, den Gesetzentwurf in wenigen Worten zu umreißen und das möglichst so überzeugend, dass Sie gar nicht anders können, als heute und hier zuzustimmen. Der Gesetzentwurf und der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN basiert auf dem im vergangenen Jahr eingebrachten Novellierungsentwurf des HessGBB, der in der letzten Legislaturperiode nicht mehr abschließend beratend werden konnte. Wir haben bereits in der letzten Legislaturperiode die Anregungen aus der schriftlichen Anhörung sehr ernst genommen und auch damals schon umfangreich eingearbeitet und haben jetzt nach der schriftlichen und mündlichen Anhörung erneut nachgebessert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, werden wir uns auch künftig mit der Frage der Barrierefreiheit beschäftigen. Für einen Menschen, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, bedeutet ein Gebäude ohne Rampe oder Aufzug genau die Barriere, die seine körperliche Beeinträchtigung zur Behinderung werden lässt. Behinderung entsteht, und das wissen wir alle genau, nur aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigung und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren. Wir sollten den Abbau von Barrieren als stetigen Prozess begreifen, und uns sollte bewusst sein, dass wir auch in Zukunft immer wieder vor neuen Aufgaben stehen werden. In einem sind wir uns sicherlich einig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Langfristig gesellschaftliches Ziel muss es sein, dass Barrierefreiheit zur Selbstverständlichkeit wird. Was hat sich im Gesetzentwurf verändert? Ich nenne nur einige Beispiele, die mir wichtig erscheinen. Wir haben die Hauptamtlichkeit der Beauftragten für Menschen mit Behinderung geregelt. Über die Landesbeauftragte fördern wir die Zusammenarbeit mit den Verbänden, mit den kommunalen Gremien, mit den Behindertenbeiräten, mit den Ausschüssen und mit den Beauftragten. Der Inklusionsbeirat ist im Gesetz verankert. Die Aufnahme der Beweislastumkehr, die Stärkung der Rechte von Frauen und Kindern sowie Eltern mit Behinderung. Das Recht für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderung, Gebärdensprache oder lautsprachbegleitende Gebärden zu verwenden. Das alles haben wir eingearbeitet. Alle Träger öffentlicher Gewalt haben in leichter Sprache zu kommunizieren.
die Verbesserung bei der Nutzung oder dem Zugang von Hilfsmitteln und noch vieles mehr. Das ist doch weit mehr als nur ein halbvolles Glas, von dem Sie in den letzten Wochen gesprochen haben. Und eins wurde in den Anhörungen deutlich. Die Vertreterinnen und Vertreter der Behindertenverbände, bei denen ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken möchte für die zahlreichen Stellungnahmen, die Sie sowohl mündlich als auch schriftlich eingebracht hatten. Sie hatten in der Anhörung danach auch noch zum Teil Kritik angebracht. Aber es gab auch viel Zustimmung, die Sie hier gerne unerwähnt lassen, verehrte Kolleginnen der SPD und LINKEN. Ich sage es an dieser Stelle gerne noch einmal, was ich bereits vor zwei Tagen zum Ausdruck gebracht habe. Dieses Gesetz ist nicht in Stein gemeißelt. Es wird evaluiert, und wir können prüfen, ob wir eine Schiedsstelle oder vergleichbare Maßnahmen brauchen und die eingerichtet werden müssen, um zu schlichten oder um Streitfragen sogar zu vermeiden. Aber all diese Themen, die wir jetzt gesetzt haben, die müssen wir jetzt nicht hier beenden. Und wir müssen auch die Einrichtung einer Schiedsstelle nicht zwingend im Rahmen des HES-BGG festlegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, ich finde, Sie haben wirklich lange genug darüber nachgedacht, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Lassen Sie uns doch nun endlich einen Schritt weiterkommen und das Gesetz auf den Weg bringen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Enners. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Leider, und das bedauere ich wirklich, werden die guten Vorschläge der Opposition und angehörten Verbände zum Behindertengleichstellungsgesetz nicht vollständig berücksichtigt. Und ich möchte noch einmal ein paar der verbesserungswürdigen Punkte ansprechen. Gesundheit. Sie bringen im Änderungsentwurf die neue Formulierung ein, dass eine Benachteiligung schon dann vorliegt, wenn die Mitnahme oder der Einsatz benötigter Hilfsmittel nicht nur verweigert, sondern bereits erschwert wird. Allein das Wort erschweren könnte wieder Interpretationsspielräume zulassen, die weder Sie, meine Damen und Herren, noch wir möchten. Eine klare und unzweifelhafte Regelung, dass eben Assistenzhunde als Beispiel, also alle Arten von Hilfsmitteln, ohne Einschränkungen mit in die Gebäude und Räume genommen werden dürfen, das hätten wir uns gewünscht. Und dabei wäre doch folgende Formulierung des entsprechenden Absatzes im Gesetz so einfach gewesen, wenn es heißen würde, eine Benachteiligung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn Menschen mit Behinderung die Mitnahme oder der Einsatz benötigter Hilfsmittel nicht uneingeschränkt ermöglicht wird. Kurz, präzise, interpretationsfrei. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass Sie einen erweiterten Passus zur Geschäftsordnung des Inklusionsbeirates aufgenommen haben, mit dem nun die Aufwandsentschädigungen geregelt werden sollen. Allerdings fehlen klare Regelungen, welche Entschädigungsarten präzise gemeint sind. In diesem Zusammenhang wären z. B. Reisekosten oder auch Kosten für Assistenz und Hilfsmittel zu nennen, die direkt ins Gesetz mit aufgenommen werden sollten. Wir schließen uns der Stellungnahme des Hessischen Landesverbandes des Deutschen Schwerhörigenbundes an, der Ihnen bereits im Ausschuss mitgeteilt hat, dass die Kostenübernahme für alle Aufgaben, die sich aus der Berufung in den Inklusionsbeirat ergeben, entsprechend geregelt werden sollten. Und wir ergänzen dazu, regeln Sie diese Entschädigungsarten im Gesetz und nicht in der Geschäftsordnung. Wälzen Sie dies nicht auf die Mitglieder des Inklusionsbeirates ab. Übernehmen Sie selbst die Verantwortung und formulieren Sie die Anforderungen. An dieser Stelle sehen wir definitiv noch Nachholbedarf seitens der Landesregierung. Zusammenfassend muss man feststellen, dass Sie, meine Damen und Herren der Landesregierung, zwar die vielen Verbände und Interessengruppen im Ausschuss angehört haben, dass Sie ihnen aber scheinbar nicht vollends zugehört haben, zeigt der hier vorliegende Änderungsentwurf. Sie haben nun drei Änderungen eingepflegt,
aber als bahnbrechend kann man dies nicht bezeichnen. Denn weder verpflichten Sie die Kommunen, noch holen Sie die Privatwirtschaft mit ins Boot. Und dem Landtag enthalten Sie wichtige Informationen vor, indem Sie keine Berichtspflicht über angemietete Gebäude mit ins Gesetz aufnehmen. Daher wiederhole ich noch einmal unsere Forderung nach weitergehenden Regelungen zum Wohle der Menschen mit Behinderung. Und auch in Sachen der Finanzausstattung der Kommunen sind wir der Auffassung, dass sie unbedingt nachlegen müssten. Dass Sie, meine Damen und Herren der Landesregierung, dies nicht angehen oder angehen wollen, wird die AfD der Gesetzesänderung nicht zustimmen können. Wir werden uns hier enthalten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Enner. Als nächster Redner, nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Böhm. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, es ist nicht notwendig, jetzt noch zu der späten Stunde alle Argumente zu wiederholen. Die Landesregierung und die tragenden Fraktionen hatten genug Zeit, einen vernünftigen Gesetzentwurf vorzubereiten, nachdem sie das letztes Jahr vollständig in den Sand gesetzt haben. Leider ist das nicht passiert. Das Ergebnis ist dürftig. Ich denke, das ist jetzt deutlich und klar geworden. Ich fand es besonders interessant in der Debatte, dass wenig darauf Rücksicht genommen worden oder mal geguckt worden ist, wie ist das in anderen Bundesländern geregelt, welche Diskussionen gibt es auch in anderen Bundesländern. Uns wurde sogar in der Ausschusssitzung gesagt, das Gesetz wäre viel besser als andere Bundesländer. Ich habe mich einmal in Thüringen erkundigt. Das ist mitnichten der Fall. Die kommunalen Behindertenbeauftragten haben dort eine viel bessere Position. Die kriegen sogar Geld vom Land dafür, die Kommunen, dass sie kommunale Behindertenbeauftragten zur Verfügung stellen, dass die ordentlich ausgestattet werden. Und ich denke, das wäre ja doch eine Maßnahme, die sich auch die Landesregierung für den nächsten Haushalt durchaus noch überlegen sollte. Danke, danke. Ja, es ist ein bisschen spät und warm. Ich verstehe alles vollkommen. Ich denke auch, die Frage, was die Position des Landtages ist dort viel besser geregelt, einmal durch die Wahl des Behindertenbeauftragten, des Landesbehindertenbeauftragten, der dadurch durch die Hauptamtlichkeit eben eine stärkere Position bekommt, ist auch in Thüringen besser geklärt worden. Und sogar hat der Landtag zusätzliche Rechte bekommen. Ich denke, es sollten noch einmal nachgucken und das sich gesetzlich noch einmal genauer anschauen, um vielleicht daraus zu lernen. Was sicher schade ist, dass Sie das mit der Schlichtungsstelle nicht eingerichten wollen können, wie Sie das machen wollen, in irgendwelchen anderen Gesetzes- oder anderen Verordnungen, ist mir jetzt allerdings aus der Beratung auch nicht. Da bin ich nicht schlau geworden, da habe ich jetzt keine Informationen von Ihnen bekommen. Ich bin mal sehr gespannt auf Ihre Initiativen in dem Bereich, weil ich habe da jetzt wenig Fantasie in dieser Frage. Ich will aber zum Schluss noch einen Punkt sagen, was mich in der Debatte auch sehr geärgert hat. Das ist die Kritik oder die Positionen, die von rechts außen hier geäußert worden sind. Rechts außen hat so getan, als wären sie voll auf der Position der Behindertenverbände. Ich glaube, die Behindertenverbände würden sich sehr verwehren gegen ihre Unterstützung. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es nämlich, weil die Behindertenverbände sehr kritisch und sehr wütend sind über ihre Äußerungen, die sie auch schon im Bundestag gehalten haben. Ich denke nur an die Kleine Anfrage, wo sie das Thema Inzucht, Behinderung und Migration in eine Kleine Anfrage hineingestopft haben und so getan haben, als wäre das, gäbe es hier einen Zusammenhang. Das hat bei den Behindertenverbänden einen sehr, sehr schlechten Eindruck hinterlassen. Und den können Sie mit heute mit Ihrem Persilgewäsch auch nicht wieder wettmachen. Dazu kommt,
Dazu kommt, dass Sie gar kein Interesse an einer Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen haben, weil Sie gerne irgendwelche Sondereinrichtungen, Sonderschulen, Sondereinrichtungen aller Art haben möchten. Und ich denke, das entspricht nicht den Interessen und den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention. Da sollten Sie sich doch auch ein bisschen wärmer anziehen. Und ich denke, diese Heuchelei möchte ich gerne hiermit noch einmal deutlich zurückweisen. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Kollege Pürsün. Ich gehe davon aus, dass Sie zu Tagesordnungspunkt 76 und nicht zu 70 sprechen wollen, denn zu 70 gibt es keine Aussprache. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich wollte ich jetzt bei diesem Tagesordnungspunkt entlang des großen Frankfurter Bogens noch einmal ganz ausführlich zu diesem Thema sprechen. Und der Verkehrsminister unterschätzt ja absolut, dass man in 30 Minuten gar nicht mehr Passagiere befördern kann. Das dauert sehr viel länger. Aber aus Respekt vor den Kollegen, die aus Regionen kommen und dorthin zurück möchten, die nicht so gut mit dem ÖPNV und den Fernstraßen ausgestattet sind, kürze ich deutlich ab. Das ist sehr liebenswürdig, Herr Kollege Pürsün. Sie haben vielleicht auch schon bemerkt, dass wir die Klimaanlage mittlerweile abgestellt haben. Das wäre jetzt für mich noch kein Grund, abzukürzen, aber danke für die Information. Also ich bin ein neues Mitglied, wie viele andere, des Landtages. Das ist jetzt mein erster Gesetzentwurf gewesen, den ich beraten habe, die erste Anhörung, an der ich teilnehmen konnte. Und meine Einschätzung ist leider sehr ernüchternd. Wir haben eine ambitionslose Regierung. Hessen, das Schönste. Also so viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Also Hessen, das schönste aller Bundesländer, hat eine solche Regierung nicht verdient. Das werden Sie am Ende merken. Also der Hessische Landtag hat die Kompetenz, Barrieren abzubauen und die Rechte von Menschen mit Behinderung spürbar zu stärken. Das sind Zitate der Kollegin Brünnel und des Kollegen Schad. Das Land sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Zitat des Kollegen Klose. Ich frage mich nur, warum nutzen Sie diese Kompetenzen dann nicht? Der Gesetzentwurf, den Sie vorlegen, eine Änderung, die mangelnde Einsicht aus der Anhörung sind eine sehr große Enttäuschung. Das, was Sie hier machen, ist ein minimalstmöglicher Schritt. Das ist MMS, eine Abkürzung, die man wahrscheinlich für Sie dann nutzen muss, auch in den nächsten 5 Jahren. Man fragt sich, was hält Sie eigentlich davon ab, gute Politik zu machen? Das war ein schlechter Start in dieser Legislaturperiode. Der Staat steht dafür, was wir von dieser Landesregierung zu erwarten haben. Sie sprechen vor der Verabschiedung schon von Evaluation. Sie sind selbst nicht überzeugt, was Sie dem hessischen Land, aber doch nicht, wenn man es beschließt. Das ist nicht normal. Ja. Also nicht, bevor man es beschließt, spricht man über die Evaluation. Das sagt man, dass man es danach macht, aber nicht davor schon. Sie sind selber nicht davon überzeugt, was Sie dem hessischen Landtag vorlegen. Warum machen Sie es so nicht einfach besser? Wir werden es Ihnen nicht durchgehen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Pürsün. Nächster Redner ist der Kollege Max Schad für die Fraktion der CDU. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach mittlerweile 2 Lesungen der Anhörung und den Ausschussberatungen kann ich für die CDU-Fraktion feststellen,
Der von den Regierungsfraktionen vorgelegte Gesetzentwurf ist ausgewogen, durchdacht und zielführend. Denn gerade die Anhörung hat gezeigt, dass wir mit dem vorliegenden Entwurf für die Menschen mit Behinderungen in Hessen entscheidende Verbesserungen schaffen. Und genau das ist Maßstab unseres politischen Handelns. Natürlich sind wir nicht am Ende des Weges, wenn es um echte gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geht. Aber wir machen mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf einen weiteren Sprung. Und mit unserem Änderungsantrag wollen wir zielgerichtet noch einmal dort ansetzen, wo es den Menschen mit Behinderungen wichtig ist. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz ausführen, warum wir dem Änderungsantrag von SPD und LINKEN nicht zustimmen können. Und Herr Pürsün, ich erlaube mir da, im Gegensatz zu Ihnen, noch einmal ein bisschen in die Materie einzusteigen und nicht an der oberflächlichen Kritik an der Landesregierung herumzukratzen. Erstens, liebe Kollegen, es geht Ihnen, Frau Gnadl, mit Ihrer Änderung um eine Formulierung bei der Einbeziehung der Kommunen. Statt zu sagen, Zitat, die kommunalen Gebietskörperschaften haben die Ziele des § 1 zu beachten, wie es bei uns steht, soll es aus Ihrer Sicht künftig heißen, Zitat, die Ziele des § 1 gelten auch für Planungen und Maßnahmen der kommunalen Gebietskörperschaften. Sie halten sich hier im Konkreten an Formulierungen auf, die an der tatsächlichen Praxis keinerlei Relevanz haben. Und Sie konstruieren daraus auch noch eine Wohltat für die Kommunen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der konkrete Nutzen dieser Umformulierung der liegt bei null. Zweitens. In Ihrem Änderungsantrag wollen Sie die Einrichtung einer Schiedsstelle regeln. Wir stimmen ja im Grunde überein, dass die Einrichtung einer solchen Stelle durchaus sinnvoll sein könnte. Deshalb ist die Landesregierung ja auch dabei, eine sachliche und organisatorische Prüfung vorzunehmen. Die Frau Kollegin Brünnel hat es ja bereits gesagt. Wichtig ist, eine Schiedsstelle bei Bedarf dann auch zu einem wirkungsvollen Instrument zu machen. Gründlichkeit geht in dieser Frage vor Schnelligkeit. Denn was uns wichtig ist, wir wollen keinen Papiertiger schaffen, sondern wir wollen am Ende wirkungsvolle Maßnahmen, die den Menschen bei der Rechtsdurchsetzung dann am Ende auch helfen. Und da bringt ein Schnellschuss nichts. Und drittens, Frau Kollegin Böhm, möchten Sie in Zukunft den oder die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen durch den Hessischen Landtag wählen lassen? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so wie Sie das hier vorschlagen, ergibt sich daraus auch keinerlei Mehrwert. Und auch Ihr Argument mit der Weisungsungebundenheit greift nicht. Schon jetzt sind die Landesbeauftragten weisungsungebunden tätig. Das Amt, organisatorisch an das für die Behindertenpolitik zuständige Sozialministerium und nicht an den Hessischen Landtag anzugliedern, ist daher richtig. Und diese Kritik, die Sie äußern, die kommt aus einem Misstrauen gegenüber der Landesregierung. Da sehen wir keinerlei Anlass für. Die Stelle ist da genau richtig angesetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache es kurz. Wir wollen verhindern, dass Menschen mit Behinderungen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Wir wollen mehr möglich machen für die Menschen, die auf Barrierefreiheit konkret angewiesen sind, ob online oder im echten Leben. Wir haben viele Anliegen der Menschen mit Behinderungen im Gesetzgebungsprozess aufgegriffen. Wir beschließen heute einen Gesetzentwurf, der spürbare Barrieren abbauen wird. Wir sind im Ländervergleich durchaus gut aufgestellt. Unser Gesetz, das wir hier beschließen, kann sich sehen lassen. Das sind gute Nachrichten für alle Menschen mit Behinderungen. Und, liebe Frau Kollegin Böhm, statt darüber zu philosophieren, ob das Glas zu einem Tropfen oder zwei Tropfen gefüllt ist, machen wir lieber konkrete Politik für die Menschen mit Behinderungen in Hessen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schad. Nächster Redner ist Staatsminister Klose für die Landesregierung. Das ist ein Gesetzentwurf der Fraktionen, Herr Kollege Hahn. Wie könnte ich den als Landesregierung zurückziehen? Das geht gar nicht. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Rednerinnen und Redner der Regierungsfraktionen, die diesen Gesetzentwurf eingebracht haben, haben bereits noch einmal ausführlich begründet, worum es geht. Deshalb kann ich im Wesentlichen auf meine Ausführungen vom vergangenen Montag und auch auf die anschließende Debatte im Sozial- und Integrationsausschuss verweisen. Mit diesem Gesetzentwurf und den Änderungen, die CDU und GRÜNE beantragt haben, machen wir, glaube ich, einen ganz
wichtigen Schritt in diesem Land. Und es ist auch gut, dass wir diesen Schritt jetzt vor der Sommerpause noch machen können. Denn natürlich war das abgebrochene Verfahren aus der letzten Legislaturperiode für niemanden befriedigend. Ich glaube, weder für uns als Abgeordnete noch gar für die Menschen mit Behinderung. Und es gilt auch, was ich schon am Dienstag gesagt habe. Ja, wir werden noch in dieser Legislaturperiode überprüfen und evaluieren, ob die getroffenen Regelungen ausreichen. Ich finde das auch überhaupt nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, Herr Püssing, Sie müssen sich dann einmal entscheiden, ob wir hier mit einer Arroganz der Landesregierung vorgehen oder ob wir bereit sind, auch relativ zeitnah wieder draufzuschauen und zu schauen, taugt das, ist das ausreichend, was wir gemacht haben, oder müssen wir noch einmal nachsteuern? Da vergeben wir uns doch überhaupt nichts. Es geht doch am Ende darum, die Situation für die Menschen mit Behinderung zu verbessern. Mit dem hoffentlich gleich erfolgenden Beschluss wird das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz endlich an die Bestimmungen der UN-Behindertenrechtskonvention angepasst. Und Hessen, und das ist ein wirklich ganz herausragender Schritt, bekommt nach vielen, vielen Jahren der Diskussion eine hauptamtliche Behindertenbeauftragte oder einen hauptamtlichen Behindertenbeauftragten. Beides sind große Schritte für die Menschen mit Behinderung, auf die sie in Hessen lange gewartet haben. Und deshalb ist heute ein guter Tag. Es ist ein guter Tag, und ich glaube, wenn wir uns zumindest darüber einig sind, ich weiß, Ihnen reichen manche Schritte nicht, aber wenn wir uns zumindest darüber einig sind, dass es große Schritte in die richtige Richtung sind, dann könnten wir durchaus zufrieden auch in die hessische Sommerpause gehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache im Rahmen der dritten Lesung zum zweiten Gesetz zur Änderung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes. Ich lasse das Gesetz in Fassung der Beschlussempfehlung abstimmen. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der SPD und die Fraktion der LINKE. Die LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD und die Fraktion der Freien Demokraten. Und damit ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.